sagen auch einmal willkommen unter dem Schirm. Ja, wir wissen schon unsere Jahreslosung, sich ergeben und fokussieren allein auf Jesus Christus. Weiter. Erinnert sie und konzentriert sie das Solo zu Jesu Christo. Weiter. Surrender and focus on Jesus alone. Weiter. Okay, wir haben schon ein bekanntes Thema. Wie heißt es noch einmal? Kann er die ganze Kirche von oben bis unten dann sagen? Was ist so ein Thema? Good News, the prophet and the Nachrichten der prophetische Engel und wollen die Kiste der anderen. Amen. Dann gehen wir weiter. Ich fange an von hier. Aber wir werden heute Teil 2 machen. Wir haben da geendet, warum hat der Engel Maria gewählt? Ich habe letzte Woche erklärt, wenn Sie oder wenn euch das vergessen kann, auch zu YouTube gehen. Gott sei Dank, wir haben ein bisschen Archiv, wo wir unser Video da tun, auf YouTube. Ja. Und haben wir dieses letzte Wort da geschrieben, warum hat der Engel Maria gewählt? Und lass uns sehen, warum. Lukas, er hat gesagt, ich will mich der Herrn ganz zur Verfügung stellen, antworten wir Maria, als alles so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie den Engel. Was heißt das jetzt? Ich habe ja gesagt, warum der Engel Maria gewählt und warum Gott den Engel zu Maria geschickt, weil Maria war verfügbar. Deswegen habe ich noch letzte Woche gesagt, wieso schreiben, bist du verfügbar. Weil Gott will nicht der beste Menschen nutzen, Gott will den Menschen, die verfügbar ist. Oder den Menschen, die verfügbar sind. Wenn du sagst, ich bin verfügbar vor Gott, dann kann Gott mit dir etwas vernünftig machen. Wir gehen ja weiter. Teil 2. Okay. GSE Church ist eine prophetische Kirche. Wir sind keine Kirche, wo wir wissen nicht, was wir machen. Unser Punkt, unsere Richtung ist prophetisch. Das begleitet die Gemeinde. Das heißt nicht, Jesus ist nicht wichtig. Jesus ist der Zentrumpunkt von Prophetie. Prophetie, Jesus Christus, das ist eins. Wir werden heute sehen, was das wirklich bedeutet. Was steht da? Bei dem prophetischen Engel geht es darum, den Willen Gottes zu erfüllen und nicht seiner persönlichen Willen. Erstmal, was heißt hier? Was ist mit diesem Wort zu tun? Ohne Engel, wir können nicht die Prophetie genießen. Weil das Prophetie bedeutet Befehl geben. Du sprach ein Wort. Guck mal, zum Beispiel, der erste Prophet war Gott. Lass das kommen. Was ist passiert? Der Vater kam. Lass das kommen. Der erste Prophet war Gott selber. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist in einem. Hat gesagt, lass das kommen. Und da war gekommen. Das ist Prophetie. Und einer von uns hier hat mich gesagt, oh Pastor, ich liege im Bett, ich habe Fieber, ich war krank, ich kann nicht bewegen, ich kann das nicht. Ich habe gesagt, okay, ich will sie schockieren. Ich habe gesagt, okay, Halle, Vater, was sollen wir machen? Schick zu ihr Engel. Habe gesagt, Engel Gottes, geh zu ihr besuchen. Habe ich sie geschrieben, die Engel die sind jetzt los, die sind hier in deiner Wohnung. Und Gott sei Dank, Gott hat so gemacht, dass ihr Augen war geöffnet. Sie konnte das auch sehen. Ich könnte sagen, vielleicht der Pastor hypnotisiert mich. Ja. Die Menschen können das auch denken. Der Pastor hypnotisiert mich. Oder der Pastor versucht mich etwas in ein Bild in meinen Kopf zu packen. Und sie hat auch das gesehen. Und in dem Moment, sie war geheilt. Nicht nur 2 Wochen oder 2 Monate. In dem Moment. Halleluja. Und warum ist Engel wichtig? Guck mal, Engel sind nicht Gott. Und Engel sind nicht über uns. Nein, Engel sind Diener Gottes.
Das heißt, die sind da, wie wir eben gelesen haben, das Buch 1. Hebräer Kapitel 1, noch nicht. Hebräer Kapitel 1, Vers 14. Ich lese noch einmal, wenn du deine Bibel hast, kannst du auch gucken. Alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott was dienen. Er sendet sie aus, damit sie alle helfen. Das heißt, sie sind unsere Helfer. Und alle helfen, denen er Rettung schicken will. Das heißt, wenn du Rettung hast, auf Englisch sagt man Salvation, wenn du das in dir hast, dann hast du den Pass, die Erlaubnis, Engel zu befehlen. Als ein Christ, wenn du hier bist, du hast noch nicht einen Engel gesendet, etwas für dich zu machen, du bist noch nicht Christ. Du nutzt nicht eine ganze, die ganze Sache, die ganze Segen, die hätte dir zur verfügbar gestellt. Die Fähigkeit. Du hast noch nicht die eingesetzt. Weil als ein Christ, wir haben die Kraft zu sagen, Engel Gottes, geh von mir, berühre meinen Chef, ich will das, ich will das. Aber vergiss das nicht, es muss nicht aus Neid, es muss nicht aus Eifersucht, es muss nicht so aus Kompetition oder, was ist Kompetition auf Deutsch überhaupt? Wettbewerb muss aus Liebe gemacht werden. Wenn du zum Beispiel, ich komme von hier, ich sag zu dir, wenn ich das nicht aus Liebe mache, ich bin allein. Alle unsere Geschenke, die der Herr, wie wir immer über Geschenke heute reden, alle die Geschenke, die der Herr zu uns als Christ geben muss, aus Liebe geübt werden. Ich stehe nicht hier zu sagen, ich bin der größte Pastor in der ganzen Welt. Gott forbid, das bin ich gar nicht. Ich bin der kleinste Pastor in der ganzen Welt. Und hat er gesagt, er schickt die Engel zu denjenigen, die Rettung bekommen. Meine Frage an uns, bist du gerettet? Du musst dich das selber fragen, bist du gerettet? Wenn du weißt, du bist gerettet, dann du kannst Engel befehlen und du wirst deine Antwort zu dir bekommen, zu dir zurückgeben, im Namen Jesus Christus. Wir gehen weiter. Hebräer Kapitel 1 bis 3. Was steht da? In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältiges Weise durch was die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt in dieser letzten Zeit sprach Gott durch wer? Sein Sohn. Wer ist der Sohn? Jesus. Zu was? Zu uns. Durch ihn schuf was? Verstehst du, was du da gelesen? Durch ihn schuf Gott. Das heißt, als Gott am Anfang gesagt, lass Licht kommen. Er sagt, im Namen Jesus, Licht kommen. Im Namen Jesus, Himmel kommen. Das ist die Bedeutung hier. Durch was? Durch ihn schuf was? Gott. Himmel und was? Erde. Und in unserer Bibel, wir haben nicht gesehen, wie Himmel erschaffen wird. Ist nicht hier geschrieben. Ist nicht hier geschrieben, nur über die Erde steht hier. Wie er die Engel gemacht, wie er die ganze Galaxies gemacht. Wir wissen das gar nicht. Aber wir sind noch begrenzt mit was auf der Erde steht. Das sehen wir jeden Tag. Aber hier steht, durch Him, wie ist der Him? Jesus Christus schuf Gott Himmel. Und dieselben Jesus haben wir zur Verfügung. Dieselben Jesus leben in uns. Dieselben Jesus leben in unserer Wohnung. Aber meine Frage ist, lebst du mit Jesus als ein Mitbewohner oder lebst du mit Jesus als ein Retter? Lebst du mit Jesus als einen Mitbewohner? Oder lebst du mit Jesus als einen Retter? Lebst du mit Jesus als jenigen, die dir Leben gegeben? Oder lebst du mit Jesus als nur wie jemanden, die muss da sein, egal was passiert?
Deswegen muss er dich bestellen, verstehe. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihm hatte er Ashikabura das Seata. Hat er auch zum Erbe über alles eingesetzt. Das heißt, wenn du nicht mehr Jesus hast, du kannst nicht was hier machen. Wenn du nicht mehr, er gehört alles. Die ganze Erde gehört ihm. Und hat er gesagt, ich gebe es zu Jesus. Damals, wenn die Menschen mussten mit Gott sprechen, die gehst du Prophet oder Seher, heißt sie, Seher. Wie heißt Seher auf Deutsch oder so? Seher. Menschen, die kann sehen in Geist. Seher. Oder die gehst du Seher oder die gehst du Prophet. Hesia ist nicht so gut. Das ist falsch. Das ist falsch. Hexerei. Das ist Richtung Hexerei. Aber es gibt Menschen, die heißen Seher und Prophet. Weil manchmal in damals in der Alten Testament nicht alle Prophet kann Vision sehen. Visionar. Ja, nicht alle Prophet kann Vision sehen und nicht alle Hesier kann predigen wie ein Prophet. So damals war ein bisschen geteilt. Menschen wie Jeremia kann keine Vision sehen. Die sieht Vision wie es gibt. Später will ich euch zeigen, was ist der Bedeutung zwischen Word of Knowledge, was heißt auf Deutsch? Word of Kenntnis und Word of Wisdom. Es gibt Word of Erkenntnis, Word of Wisdom, Word of Erkenntnis, Word of das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnisse. Und das Wort der Erkenntnisse hilft uns, unsere Vergangenheit zu sehen. Aber das Wort der Weisheit hilft uns, die Zukunft zu sehen. Und der viele Propheten in den Leuten wie Jesaja, Jeremia, die hat dieses Wort basiert, Wort der Weisheit, weil die konnte 500 Jahre sehen, bevor Jesus gekommen ist. Der konnte 500 Jahre, sehen. Aber als Christen haben wir alles in uns geschlossen. Und hier muss ich muss das wir hier verstehen. Damals, die gehen entweder zu einem Prophet oder zu einem Seher, über Gott zu fragen. Aber der Herr hat so gemacht, du brauchst das nicht mehr. Durch meinen Sohn, du kannst mich mit mir reden. Und hat er gesagt, in dem Sohn sagt sich der göttliche Helligkeit, Halleluja, seiner Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Und die Bibel hat uns gesagt, lass uns Menschen machen, genauso wie unser was Ebenbild. Hi. Hier, das Buch Hebräer spiegelt sich in das Buch 1. Mose. Das ist hier eine Spiegelung. Adam war gebracht, aber Adam versteht nicht sein Zweck auf der Erde. Und dann Gott hat gesagt, ich werde eine neue Ebenbild erschaffen. Und dieses neue Ebenbild wird Jesus gegeben. Und durch Jesus Christus wird der Mensch sehen, was ist die Bedeutung, Ebenbild zu sein. Das heißt, wir sind Ebenbild wie unser Vater, indem wir verstehen, was oder wie Jesus wirklich ist. Und hat er gesagt, sein Wort ist die Kraft, die das Weltteil zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit. Egal was wir haben, wir sind befreit. Und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Weiter. Gehst du zurück erstmal? Hier zeigt uns, wie Jesus wirklich ist. Weil wenn du zum Beispiel, du möchtest wissen, was es wirklich bedeutet, auf diese Herde zu herrschen, guck einfach Jesus Christus. Weil durch ihn kannst du ein perfektes Beispiel herausholen, in deinem Leben einzusetzen und einfach das Ebenbild des Vaters zu sein. Weil unser Ziel ist eben, wie des Vaters zu sein. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, ich muss wie diese Frau sein, ich muss wie dieser Mann sein. Unser Ziel ist wie Jesus, 1:1. Deswegen, ich bin hier, um zu ermutigen heute, zu verstehen, dass durch Prophetie, durch Engel, im Namen Jesus Christus, kann wir unser Leben vorne bringen. Weil Prophetie kann nicht existieren ohne Engel.
Weil das Funktion von Prophetie oder der erste Prophet in der ganzen Welt war Gott selber. Im Namen Jesus, lass das geschehen. Und das war so. Im Namen Jesus, hast du nicht immer gefragt, weil, wie ist es möglich? Du guckst einfach hin auf den Himmel so. Die hat keine Säule. Wie hat das gemacht? Was für eine Kraft ist das überhaupt? Das, zum Beispiel, guck mal, dieses kleine Haus. Guck mal, so, guck mal, da, gibt eine Säule. Wenn ohne diese Säule, dieses Wunder kann nicht stehen. Aber nur diese Säule, auch ein paar Fundamente auch unten. Wo? Deswegen, Jesus, unser Vater, hat Gott, hat zu Hiob gefragt, weißt du, wo ist der Fundament auf diese Erde gelegt? Du musst viel lesen. Er hat Hiob gefragt, weißt du das? Weißt du, wie ich den Himmel gemacht ohne Säule? Weißt du, wie ich das gemacht? Willst du das wissen? Dann musst du Jesus Christus kennenlernen. Weil er ist derjenige, der dahinter steckt. Er ist derjenige, der versteht, was Macht wirklich bedeutet. Er ist derjenige, der kann dir Autorität geben, ohne zurückzugucken. Und weil er kann dich vertrauen und sagen, du schaffst es zu machen. Ich möchte, dass wir das verstehen. Ich möchte, dass wir das wissen, was der Herr für uns schon geplant hat. Wir gehen weiter. Wir haben immer gesagt, Engel, Prophetie. Wir haben auch gesagt, Jesus Christus eben. Bedeutet das, dass Engel nicht mehr gebraucht werden und das Prophetische nutzlos ist, wenn wir sagen Jesus Christus? Nein. Wir müssen verstehen, dass Engel und Prophetie funktionieren durch Jesus Christus. Weil der erste Zugang in der andere Welt, der geistliche Welt, ist durch das Blut Jesus Christus. Wenn du nicht das Blut Jesus Christus in dir trägst, du schaffst nicht in die andere Welt zu kommen. Weil durch Blut kommst du in die andere Ebene. Weil, stell mal vor, wenn du wirklich siehst Menschen, die so in der dunklen Welt, Menschen, die machen Voodoo, was weiß ich, die schlagen immer Blut. Weißt du warum? Weil das ist der Verbindung, Link in einer Welt zu kommen. Du kannst nicht zum Beispiel, viele Menschen sagen, unsere Erde ist rund, aber du kannst nicht rausrutschen und wieder reinkommen. Nein. Du schaffst das nicht. Also Erde ist, die Scientifiker, die Scientists oder die Wissenschaftler hat so viel gesagt über unsere Erde. Aber du schaffst nicht in eine andere Ebene, in eine höhere Ebene zu kommen, einfach mit Wissen. Du kommst da mit Blut. Es ist so schwer für uns, aber ich muss die Wahrheit sagen. Wenn du guckst, gehst du in irgendwelcher Land, wo du machst, du musst immer sehen, Blut muss immer da sein. Es ohne Blut, du schaffst nicht, in die andere Welt zu kommen. Ist ein Schlüssel. Wenn du sagst, du willst mit dem Heiligen Geist sprechen, du brauchst Blut. Und der Blut, das du brauchst, ist kein Blut von Tier, oder Siege, Schafe oder Menschen. Du brauchst das Blut von das Jesus Christus. Mit diesem Blut schaffst du in der Ebene, die andere Ebene zu sehen. Weil du musst nicht mehr Tier schlachten, du musst nicht mehr Schafe umbringen. Du musst nur das Blut Jesus Christus in deinem Leben verstehen. Was ist das Blut? Hab ich Anspruch auf dieses Blut? Und die Wahrheit ist, jeder von uns hier, du hast Anspruch auf dieses Blut. Deswegen, du kannst auch deinen prophetischen Dienst aufrufen. Wenn du hier in dieser Gemeinde bist und du bist unter diesem Schirm, automatisch der Geist der Prophetie kommt in dein Leben. Automatisch. Du musst dich nicht kämpfen, weil die Atmosphäre ist eine prophetische Atmosphäre. Du kommst drin, du wachst drin da. Deswegen müssen wir uns fragen, Engel, Prophetie, sind die jetzt nutzlos, weil Jesus ist jetzt, weil die Bibel hat uns gesagt, damals, Gott nutzt Prophet, Gott nutzt Engel. Heißt das, Gott nutzt nicht mehr Prophet und Engel? Nein, Gott nutzt dem noch, aber nur durch deinen Sohn. Damit, weil in dieser letzten Zeit, es gibt so viele böse Geister. So viele böse Geister, so viele komplizierte Geister. Deswegen in unserer geistlichen Welt ist so kompliziert, dass nur durch das Blut Jesus Christus werden wir eine richtige Pfade nehmen und eine echte Autorität zu üben. Ich möchte, dass wir das verstehen, was es wirklich bedeutet, ein prophetisches Leben zu führen. Ich will nicht, dass wir sagen, ich weiß, Gott kann nicht
Ich wiederhole, Gott kann nicht was auf die Erde was machen, ohne euch Prophet zu zeigen. Hi. Wenn Gott hat einen Plan im Remscheid, er wird das nicht machen, ohne erstmal zu dem Prophet zeigen. Gott schafft es nicht, in Remscheid etwas zu tun, ohne erstmal mit dem Prophet zu reden. Heißt das, Gott ist limitiert? Nein. Aber auf die Erde, er hat zu den Menschen gegeben und er respektiert auch die Menschen, gegenseitigen Respekt. Er kann nicht nur, er kommt einfach hier zu machen. Nein, er muss einen Prophet schicken. Er hat gesagt, er sendet seinen Prophet Mose und der ganze Israel war gerettet. Wenn ein Zeichen, dass Gott möchte was machen, er schickt einen Prophet voraus. Durch den Propheten wird dem Menschen Billett gezeigt, eine so viele Wunder gezeigt, damit wir wissen, oh, Gott ist unter uns. Deswegen muss ich verstehen, Jesus ist jetzt gekommen, damit wir ein lebendiger Prophet bleiben. Ein echter Prophet, nicht counterfeit, nicht ein etwas vielleicht oder quasi, nein, echter Prophet führen, echter prophetische Leben. Deswegen gehen wir weiter, gucken wir ein paar Bibelstellen. Offenbarung Kapitel 19, Vers 10. Was steht da? Da fiel ich vor dem Engel, das war Johannes. Da fiel ich vor dem Engel nieder und wollte ihn anbeten. Aufpassen, Leute. Aber er wehrte ab und sagte, nein, tu das, was? Nicht. Ich diene Gott, ich bin so wahr. Wir dienen nicht die Engel. Nein, wir sind so klein. Und deiner was? Geschwister, das sind wir. Guck mal, ich muss euch dabei sagen. Ich kann nicht für euch sagen, der Herr hat das gemacht, und einer von euch da kann auch nicht machen, was ich mache. Das wäre nicht richtig. Wenn nur ich stehe für euch und sagen, das hat der Herr gesagt zu dir, das hat der Herr gesagt zu dir, aber niemand unter uns kann auch dieselbe Fähigkeit haben wie ich, da habe ich verloren. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, in unserer Kirche sollte ein Ort, ein prophetisches Zentrum sein, wo jeder kann auch draußen gehen und die ganze Welt überweisen und zeigen, dass wir hier, wir wissen, was wir hier tun. Deswegen meine Ermutigung an uns, um dieses Niveau zu kommen, der Körper muss getötet werden. Dein Körper muss umgebracht werden. Dein Körper, du musst deinen Körper begraben. Deswegen Apostel Paulus hat immer gesagt, ich sterbe täglich. Weißt du, was das bedeutet? Täglich zu sterben? Du sterbe jeden Tag. Du bist am Leben, aber du sterb. Das heißt, dein Fleisch kann nicht mehr sprechen. Dein Geist ist so laut, du kannst hören, was dein Geist sagt. Deswegen meine Ermutigung an uns ist, wir sollen jeden Tag in unserem Fleisch sterben. Damit unser Geist lebendig bleibt. Und die Frage ist, wie kann ich mein Fleisch umbringen? Durch Fasten. Durch Fasten, du bringst deinen Körper um. Du bringst diese ganze Stimme, die immer sagen, mach so, mach das, mach das, mach das. Und die hat dich von deinem Geist, also die Verbindung, schlecht gemacht. Weil du kannst nicht mehr, wir sind nicht so erschaffen, mehrere Stimmen zu hören. Aber wir sind erschaffen, Gottes Stimme zu hören. Deswegen hat er gesagt, meine Schafe, höre meine Stimme und der Stimme von anderen, die wir nicht hören. Das ist, was Gott möchte, dass wir haben. Deine Stimme. Deine Stimme. Und die Stimme zu hören, das Körper muss sterben. Amen. Muss sterben. Es gibt keinen anderen Weg. Muss sterben. Halleluja. Was hat er gesagt? Und die ihr euch zu Jesus bekennt, bitte allein wer Gott an. Denn das Wesen, aufpassen jetzt, jeder prophetischen Botschaft ist es, auf was? Der Ziel der Prophetischen ist einfach Jesus.
Wenn du Prophetie machst und Jesus ist nicht in der Mitte, ich renne. Ich renne. Weil Prophetie geht um Jesus Christus. Lass uns weitergehen, ich will euch zeigen. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19 bis 21. Was steht da? Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch was zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört, denn Gottes Zusage leuchtet wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag abbricht und der aufgehende Morgenstern in euer Herzen scheint. Doch vergesst und vergesst vor alles eins nicht weiter. Keine was kann jemals was der Heilige Schrift aus eigener was? Du schaffst das nicht. Deswegen, jeder prophetisch muss geprüft werden. Du musst sehr vorsichtig. Weil wenn eine Prophetie kommt von einem Mann, die bleibt mit dem Mann. Aber wenn eine Prophetie kommt von Gott, die segnet den Menschen. Was hast du gesagt? Haben sich der Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten, immer, ich will eine Stimme hier haben, immer was? Wer macht das? Der Heilige Geist. Das auszusprechen, was? Gehen wir weiter. Und Prophetie ist was? Wer will das haben? Wer will das haben? Wer will das haben? Ist ein Geschenk. Und zum Beispiel, wir waren eben in ein paar Wohnungen. Also wenn ich gucke auf die Ecke, es gibt so viele Geschenke. Jetzt momentan, die ganzen Leute, vielleicht in Weihnachtszeit, wenn du siehst auf der Ecke die Wohnung, du siehst ein Geschenk. Immer auf der Ecke. Manche Leute momentan. Und du guckst, oh, Geschenk überall. Genauso ist auch Prophetie. Ist was? Ein Geschenk. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Das heißt, jeder kann das haben, wenn du das möchtest. Es ist nicht nur für Leo, nein. Es ist nicht nur für Gloria, nein. Es ist nicht nur für Franka, nein. Es ist nicht nur für Alberto, nein. Es ist nicht nur für Conny, nein. Es ist nicht nur für Lisa, da, nein. Es ist nicht nur für Ella, nein. Es ist für jeden. Aber der Passwort oder der Kennwort ist, bist du, weil ohne Preis, ohne Fleiß, ohne Fleiß, ohne Fleiß kein Preis. Ist ein Geschenk, aber bevor du dieses Geschenk anvertraust, musst du eine Leistung schon gegeben, zu gucken, ob du das wirklich schaffst. Weil viele Menschen haben ein Geschenk, aber die einfach missgebraucht. Stell dir mal vor, ich kaufe ein Ferrari für diesen jungen Mann. Erste Linie, er hat sowieso keinen Führerschein. Wir müssen warten bis 3-4 Jahre, bevor er da fahren darf. Ist das jetzt ein Geschenk von ihm? Nein. Das ist kein Geschenk von ihm. Aber Prophetie ist auch genauso. Gott kann dir diesen Geist nicht geben, wenn du nicht verfügbar bist. Wenn du nicht bereit, deinen Körper umzubringen täglich. Weil, wenn er dieses Geschenk gibt, wenn diese Prophetie, die aus dir spricht, du denkst in seinem Fleisch. Deswegen manche Menschen hier sind verwirrt manchmal. Ist das Gott oder ist das mich? Wenn du noch in diesem Lager bist, du kannst nicht von Gott Prophetie machen. Weil du bist ganz nicht sicher, wer du bist. Wenn sie sagen, ist das Gott? Weil wenn Gott, guck mal, ich muss dir die Wahrheit sagen. Wenn Gott zu dir spricht, du kennst das automatisch. Du weißt, das ist nicht Leo, das ist Gott. Halleluja. Wie muss dieses Geschenk verwendet werden?
ist eine Frage an uns. Weil wir werden jetzt bald anfangen zu beten. Und bevor wir, gehen wir weiter. Und 1. Korinther, Kapitel was? 14, Vers was? 4. Wir können zusammen aus der Kirche lesen. Wer in unbekannten Sprachen redet, steckt was? Pause, Leute, Pause. Robo Hoshi Handa Hassa. Ich habe euch nicht geholfen. Ich habe mich geholfen. Kapitel? Ich komme für euch. Rekoto Marahasubrahande Shiahanda. Ich helfe mich selber, nicht euch. Steht da geschrieben. Und weiter, Leute. Wir aber. Aufpassen, warte. In Gottes Auftrag, nicht nur prophetisch. Ne, warte. Lass Gemeinde in Ruhe erstmal. Wir aber in Gottes. Das ist wichtiger. Nicht nur die prophetisch gucken. Wir aber in Gottes Auftrag. Die Frage ist, verstehst du Gottes Auftrag in deinem Leben? Verstehst du das? Nicht nur komm hier und Professor und sagen, Pastor, habe ich von Januar bis Dezember gemacht, hat nicht funktioniert. Weil? Ja, ich will nicht funktionieren, weil du verstehst nicht diesen Auftrag. Die ganze Bude ist jetzt leiser geworden. Muss wir aber in Gottes Auftrag. Nicht nur, oh, Pastor Leo mag das immer, ich mag auch. Oh, Gloria mag das manchmal, ich mag auch. Oh, das machen, ich mag auch. Du wirst dich und denjenigen, die du Prophetie gegeben, im Gruben bringen. In Grube. Statt bauen, du machst den mehr kaputt. In Gottes Auftrag prophetisch spricht. Was mag die? Nicht nur zum Teil. Komplettamente. Komplett. Die komplette Kirche. Die komplette Gemeinde. Geh zurück. Bitte. Steck die ganze Gemeinde. Das heißt, geh nochmal zurück. Wie muss dieses Geschenk verwendet werden? Muss erstmal, wenn du eine Schrift hast, schreib das auf. Erstmal muss in Gottes Auftrag gemacht werden. Nicht von meinen Gedanken, nicht von meinen Gefühlen, nicht von meinen Wünschen. Muss erstmal in Gottes Auftrag. Und zweitens muss vor die ganze Gemeinde aufbauen. Muss vor die Aufbauen die ganze Gemeinde. Muss vor die Aufbauen die ganze Gemeinde. Muss vor die Aufgabe, vor die Aufbauen, vor die Aufbauen. Die ganze, nicht manche Teil, die ganze Gemeinde. Halleluja. Wir sind jetzt fertig mit Teil 2. Und wir sagen noch einmal, willkommen unter dem Schirm.